Ich habe mich nicht mehr entspannt, seit wir gezwungen waren, im Palatium Novum Zuflucht zu suchen. Ich kann es noch immer nicht ganz fassen, dass ich endlich irgendwo mit meinem Jungen in Sicherheit sein werde. Ich habe keine nennenswerte Besitztümer und Volusus hat bereits gepackt. Wir sind bereit aufzubrechen, sobald du es bist. Ist es wirklich in Ordnung, ohne Papa zu gehen? Er war derjenige, der uns gesagt hat, wir sollten uns hier treffen, falls etwas passiert. Keine Sorge, ich bin mir sicher, es geht ihm gut. Komm schon, wir wollen die anderen doch nicht warten lassen. Oh, ich bin ja so dumm. Ich habe mich so darüber gefreut, dich endlich gefunden zu haben, dass ich deinen Ehemann völlig vergessen habe. Ist schon gut, er hat auf Juturna Plattform G gearbeitet und könnte bereits zurück in die Hauptstadt geschafft haben. Ist was, Murasaki? Ist das wahr? Nun, dann würde ich mich gern mal mit demjenigen unterhalten. Die Welt ist kleiner, als man denkt. Lasst uns auf dem Weg zum Camp machen. Wie gut, dass wir ja jetzt fliegen können, ne? Das konnte ich bei der Nebenmission ja eigentlich nicht. Tun wir so, als würden wir nicht fliegen können. So. Weil das passt nämlich so gar nicht zusammen, weil ich habe die Story noch nicht weitergeführt in, wenn ich diese hier hochlade. Das weiß ich jetzt schon.
Dark, denk dran, zu verraten, dass auf dem Mond Hasen sind. In einem anderen Stream, wo der Ossi zum Beispiel noch nicht mal so weit ist, ist Spoiler. Ich hab nur im Nachhinein was gesehen. Ich hoffe, du hast da nicht viel verraten. Ansonsten muss ich dir in den Arsch treten. Hey Murasaki, seit dem letzten Besuch waren wir damit beschäftigt, die Plattform wieder in Betrieb zu nehmen. Oh ja, sicher doch. Ich werde mit ihr reden. Ich muss mal eben kurz Tablet holen. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal eben kurz hier Sachen einstellen. Bist du derjenige, der auf die Yutuna-Plattform gearbeitet hat? Nun ja, dann muss die Frau von Frontinus sein, nehme ich an. Murasaki hat mir von dir erzählt. Leider habe ich auch keine Ahnung, wo er sein könnte. Du sagst, es sei mit einem Kennschlüssel verschwunden? Das klingt so gar nicht nach ihm. Nun, das liefert uns nicht gerade eine vielversprechende Spur. Könntest du uns ein wenig mehr über deinen Vater erzählen, Wollustes? Er ist die netteste Person, die ich kenne.
und lässt einen nie im Stich. Er hat bereits immer an alles gedacht, bevor etwas passiert. Er war derjenige, der gesagt hat, wir sollten uns am Bahnhof treffen. Er ist die netteste Person, die ich kenne und lässt ihn nie im Stich. Er hat bereits immer an alles gedacht, bevor etwas passiert. Er war derjenige, der gesagt hat, wir sollten uns am Bahnhof treffen. Das klingt nach ihm. All seine Ideen waren stets logisch begründet. Der Bahnhof würde eine ideale Zuflucht im Untergrund darstellen und wenn die Züge noch fahren, wären sie das perfekte Fluchtmittel. Mein Ehemann ist zudem ein wahrer Patriot. Er hat extra eine galeische Flagge vor dem Haus gehisst, damit alle Nachbarn sie sehen könnten. Und hat mir unzählige Male gesagt, dass er sein Leben im Kaiserreich widmen möchte. Uns beide verbindet viel. Ich bin sicher, er hat den Schlüssel nur mitgenommen, um andere davon abzuhalten, die Plattform zu missbrauchen. Könntest du uns ein bisschen mehr über den Schlüssel erzählen? Sicher doch. Er verschafft einen Zugang zu dem gesamten Treibstoffversorgungsnetzwerk. Eine Pipeline, die unzählige Gebäude verbindet, einschließlich der Jotuna-Plattform G und das Enceladeums. Ich habe das Gefühl, als läge die Antwort vor uns. Wir müssen lediglich die Puzzleteile zusammensetzen. Schon allein, dass gesagt wird, dass Mond in Final Fantasy man hin kann und so, ist alles Spoiler Dark. Auch wenn ich selbst schon wusste, sind halt Sachen. Die will man nicht wirklich wissen. Man will sich auch ein bisschen überraschen lassen, wo es hingeht. Und dass Hasen da drauf wohnen. Sehe ich die Antwort vor uns. Wir müssen lediglich Puzzle zusammensetzen. Das habe ich auch vermutet, aber es ist gut zu wissen, dass ich nicht die Einzige bin.
glaube, das ist es. Ich glaube, das habe ich gesehen. Aber natürlich, er könnte den Schlüssel nutzen, um die Versorgung der Magitech-Drohnen mit Erzheim zu stoppen. Dann wären die meisten von ihnen erledigt, ohne dass man auch nur einen Finger rühren müsste. Doch angesichts der derzeitigen Lage ist dieser Plan sehr wahrscheinlich gescheitert. Demnach könnte er sich in Gefahr befinden. In der Tat, wir sollten keine weitere Zeit hier verschwenden. Murasaki, ich möchte, dass du mich in Rimmelno bei der Suche im Enceladeum begleitest. Ich muss mal eben hier. Ist Ozzy überhaupt on? Brauchen noch einen.
Wir reiten. Wir fliegen nicht. Wenn wir schon mal hier ein Fate haben, ne? Muss man mitmachen. Wir haben die volle Punktzahl bekommen. Gut. Oh. Also gut, teilen wir uns auf und beginnen mit der Suche. Wir werden uns im Inneren des Gebäudes umsehen. Also such du bitte hier draußen nach Orten, an denen man sich am ehesten vor Kälte schützen könnte. Vipsania sagte, dass Frontinus ein großer Mann mit grauem Haar sei. Oh, und bleibt auf der Hut. Wer weiß, welche Magitech-Gegner uns hier erwarten. Hier, wo der Dungeon auch ist. Frontinus scheint nicht hier zu sein. Siehe dich anderswo. Ah, Hilfe! Du hörst jemanden in der Ferne schreien. Begib dich in die Richtung des Geräusches, um die Quelle ausfindig zu machen. Ah, da. Ich
Ach, halluziniere ich? Ist endlich jemand gekommen? Was war das für ein Tumult? Oh, du hast unseren Mann gefunden. Du musst Frontinus sein. Deine Frau hat uns geschickt, um dich zu retten. Oh, vielen Dank. Ich danke euch vielmals. Ich hatte mich schon vor geraumer Zeit mit meinem Schicksal abgefunden. Wir hatten uns im Enceladeum versteckt. Doch als unsere Vorräte aufgebraucht waren, haben wir uns draußen auf die Suche nach Nachschub gemacht. Wie ihr sehen könnt, ist das nicht so ganz so verlaufen wie geplant. Keine Sorge, solange wir hier sind, wird dir nichts zustoßen. Moment mal, wer bist du? Du scheinst kein Galeat zu sein. Das ist richtig, wir kommen von einer Gruppe in Laterum und geben unser Bestes, um jenen in der Hauptstadt zu helfen. Du bist herzlich eingeladen, auch in unsere Camp zu kommen. Verstehe, wenn meine Familie dort ist, werde ich auch euch gerne dorthin begleiten. Wir kümmern uns um Frontinus. Du solltest ins Camp zurückeilen und Voluses und Vipsania die guten Neuigkeiten überbringen. Willkommen zurück. Habt ihr meinen Vater gefunden?
Papa! Frontinus, ich bin so erleichtert, dich wiederzusehen. Schön, dass du wieder da bist, Chef. Es ist schön, wieder hier zu sein, glaub mir. Mir war sofort klar, dass die Magitek-Drohnen großes Unheil anrichten würden. Sobald die Befehlskette zusammenbricht, ich hatte gehofft, sie alleine stoppen zu können. Doch das erwies sich als Trugschluss. Du hast dein Bestes gegeben, Chef. Mehr kann niemand von dir verlangen. Immerhin bist du wieder mit deiner Familie zusammen. Ich danke euch allen für eure Hilfe, wirklich. Oh, ich wollte dir noch sagen, dass wir die Plattform notdürftig zusammengeschustert haben, da du den Schlüssel mitgenommen hast. Du bist sicherlich wütend deswegen, aber... Wütend? Wieso sollte ich denn wütend sein? Ihr habt euer Bestes gegeben, um den Leuten zu erlauben, weiterzuleben. Außerdem habe ich den Kennschlüssel bei einem Angriff der Magitek-Drohne verloren. Nun ist es gut zu wissen. Dass du nicht so auf mich bist. Du wirst diesen Camp hier lieben. Es ist voll von talentierten Technikern. Ich bin mir sicher, es gibt hier allerlei Projekte, mit denen du dich beschäftigen kannst, sobald du dich besser fühlst. Erfüllt es dich nicht mit Stolz, dass die Plattform eine entscheidende Hilfe bei dem Wiederaufbau der Hauptstadt sein wird? In der Tat. Aber noch mehr freut es mich, wieder bei meiner Familie zu sein. Ich habe euch beide furchtbar vermisst. Wir dich auch, Papa. Jetzt, da wir wieder zusammen sind, wird alles gut werden. Und ich bin allen, die uns dabei geholfen haben, überaus dankbar. Warum nennt Vypsania ihn Papa? Der ist doch ihr Ehemann. Ist das deren Rollenspiel oder was? Gut, hätten wir das?